Ja, hallo Leute. Willkommen zu meinem Vlog. Horn spielen. Horn lernen. Das ist das Horn. Ein B-Horn. Das ist ein bisschen kleiner als ein F-Horn. Und man sagt, für Anfänger besser geeignet als ein F-Horn, ja, weil es nicht so schwer ist. Und ja, das macht schon was aus. Ich spiele jetzt heute. Also ich habe heute angefangen damit. Ja, ihr werdet gleich meine ersten Übungen und Ergebnisse gleich mitbekommen, wie die waren oder wie die sind. Das ist jetzt dann auch live. Ja. Das ist für manche Ohren bestimmt unerträglich, aber das ist halt, wie es ist. Ja. Das ist der erste Tag, an dem ich überhaupt dieses Ding spiele. Und ja, und wenn man das so hält, so, dann wird das tatsächlich mit der Zeit irgendwann, wenn du eine Stunde da stehst und das machst, ich sitze da zwischendurch mich auch mal hin oder mache eine Pause, aber das wird schwer. Und da bin ich ganz froh, das ist das kleinere, das B-Horn. Und ja, da versuche ich mein Glück mit. Ja. Vielleicht noch kurz, ich habe auch noch ein kleineres Mundstück hier. Also ihr seht, es gibt verschiedene Mundstücke. Und kurz hier die Hand, stellt er das irgendwie selber scharf. Jawohl, das ist ein ganz schmales Mundstück. Und am Horn montiert habe ich jetzt das dickere. Auf dem dickeren kriegt man leichter mal einen Ton raus, aber mit dem kleineren kriegt man die schöneren Töne hin. Das habe ich schon bemerkt. Und deswegen, ja, ich starte immer so ein bisschen beim Einspielen mit dem großen Mundstück und dann nehme ich das kleine. Das große ist jetzt schon drauf, dann zeige ich euch mit dem kleinen die Vorübungen, die man, also was man können muss, damit überhaupt aus so einem Horn dann ein Ton rauskommt oder aus einem Blasinstrument allgemein. Da habe ich mich natürlich schon ein bisschen kundig gemacht vorher und habe mal auch Leute gefragt, die sowas spielen, die Posaune spielen, Trompete spielen, habe da auch schon mal ein bisschen ausprobiert. Das ist jetzt so, dass ich das erste Mal überhaupt aus so einem Blasinstrument einen Ton rausmache. Aber beim Horn, wie gesagt, ist das allererste Mal überhaupt. Und im Grunde habe ich da also quasi null Ahnung. Ich starte ganz bei null. Man macht die Lippen zusammen, macht Spannung drauf. Und dann... Dann kriegt man da... sowas muss man machen. Also die vibrieren, die Lippen so die Luft rauspressen und so ein sowas rausmachen und das dann in das Mundstück. Ja, und dann hat man da seinen Ton. Wenn man das dann in das Horn so macht, ja, also das gleiche jetzt, nur halt mit dem Horn zusammen. Ich lasse mir jetzt hier die Ventile noch ganz aus. Ja, ich versuche einfach mal einen sinnigen Ton zu erzeugen. Irgendwie muss ich mal ein bisschen so gehen, wenn ich stehe, ein bisschen schief, damit er auch. So, ah, viel besser. So, jetzt, dann kommt da sowas halt eben raus. Das ist kein besonders schöner Ton, aber ihr merkt, es kommt immerhin ein Ton raus. Und ich denke mal, wenn man das überhaupt am ersten Tag schafft, ist es schon viel. Ja? Nun habe ich relativ schnell damit einen Ton hingekriegt, dann wollte ich natürlich auch ein bisschen weitergehen. Und habe also versucht, die Naturtonreihe auf dem Horn zu spielen. Also das sind die natürlichen Töne, die man quasi durch nur Veränderung der Lippenspannung und den Luftfluss erzeugen kann, ohne irgendein Ventil zu drücken. Ja? Und ja, versuche jetzt mal. Das war, genauso sind meine Versuche jetzt im Grunde. Meinen tiefen Ton habe ich erstaunlich sauber getroffen. Und die Quinte dann auch. Also tiefe Ton ist das B, ja, das ist der Grundton von diesem B-Horn. Da steht dann ein C in der Notation. Oder bei einem F-Horn steht dann da ein F. Klingend kommt da der Ton B raus. Und ja, das ist der tiefste Ton. Und dann durch Überblasen sagt man, glaube ich, beim Hornspielen nicht, das sagt man bei der Flöte, aber jedenfalls durch die Änderung der Lippenspannung kann ich dann die entsprechenden Obertöne auch erzeugen. Den Grundton, den Quinton, dann kommt wieder der Grundton, dann kommt die Terz und so weiter. Na, ich gucke jetzt mal, wie weit ich da hochkomme. Ich bin ganz zufrieden mit mir, denn ich kriege immerhin das hohe G schon irgendwie da rausgedrückt. Ja. Das ist an sich gar nicht so verkehrt. Ich nehme jetzt mal das kleine Mundstück. Das war jetzt das größere. Jetzt nehme ich mal das kleine. Und versuche jetzt einfach mal ein paar schöne Töne zu erzeugen.
Ich drücke noch keine Ventile. So, einfach ein paar schöne Töne. So, ich habe die Hand hier ein bisschen in den Trichter gemacht, damit es nicht ganz so laut ist hier in der Wohnung. Wohnen ja auch noch andere Leute hier. Ja, bin wirklich zufrieden. Der hohe Ton ist zwar nicht so schön geworden, das hohe G, aber die anderen Töne, die waren jetzt, also das mit dem kleinen Mundstück, wenn man die, man kann da eigentlich sehr, sehr schön schon dann auch sehr sauber, schön klingende Töne erzeugen, wenn man Glück hat. Das ist alles noch so ein bisschen Glückssache im Moment, ja, bei mir. Und insbesondere die hohen Töne, also der ganz tief ist auch schwer und die ganz oben, also in den, bei dem tiefen Ton, da muss man irgendwie die Lippen so fast schon so um das Mundstück so ein bisschen rummachen, damit man überhaupt da was rausbekommt. Und bei dem ganz oben braucht man eine extreme Spannung der Lippen, beziehungsweise muss man ganz genau dosieren, wie die Luft da rausströmt. Und das gelingt mir ja natürlich zunehmend besser. Ich habe heute Morgen angefangen und auch schon bestimmt 1, 2, 3 Stunden jetzt immer mal wieder Horn gespielt. Und das ist, wie weit man also dann kommen kann. Ich kann die Naturtonreihe bis zum zweiten Quinton im Grunde ja spielen. Mit klanglichen Abstrichen, sage ich mal. Ihr seht, dass ich ein bisschen das Horn so mache, wenn ich anfange zu spielen. Das habe ich mir tatsächlich, als ich ich unterrichte ja Musik und spiele auch andere Musikinstrumente, und ich habe mir das also im Orchester abgeguckt. Viele Hornisten, die setzen das Horn, wenn die spielen, so an. Und ich habe gemerkt, dass mir das auch hilft, den Ton zu treffen. Wenn ich das nicht mache, dann kommt der nicht so gut. Aber wenn ich leicht das Horn so setze beim Ansetzen, also so eine Bewegung mache, dann kommt mir der Ton besser. Ja, das war jetzt natürlich ein Beispiel, das ist nicht besser, also es ist immer sehr viel Glückssache noch dabei, aber vom ganzen Durchschnitt her passt es auf jeden Fall besser. Zum Beispiel einer der saubersten oberen Gs, die ich bisher heute überhaupt hinbekommen habe. Ja? Meistens hören die sich, das ist eigentlich zum Weglaufen für jemanden, der sowas professionell macht oder der da schon länger am Üben ist oder der halt Musik gerne hört. Das hört man ja nicht gern, da geht es ja auch nicht drum. Es ist ein Vlog. Und dann habe ich noch so Übungen gemacht, wo ich einfach versuche, die Töne, einfach nur diese Naturtöne, einen Ton zu spielen und den Klang zu variieren. Ich nehme jetzt mal den Quintton und zeige euch mal, wie ich das dann, was ich da mache. Ja, also ich versuche den Ton fetter oder leiser oder lauter oder voller oder einfach so randomly irgendwie ein bisschen mit den Lippen die Spannung zu verändern, um da die Töne unterschiedlich hinzubekommen. Und das war jetzt zum Beispiel ein ganz guter Versuch nach meinem Dafürhalten für mich jetzt in der heutigen Wahrnehmung, also wenn ich vergleiche mit meinen anderen Versuchen. So, jetzt mache ich noch einmal zum Abschluss dieses heutigen Vlogs. Das ist also jetzt mein heutiger Erfolg, sage ich mal. Ja. Ich kann die Naturtonreihe so ein bisschen hin und her spielen und ich kann einzelne Töne im Klang variieren. Und ich denke, das ist ja schon gar nicht so schlecht. Eben der Hohl war schöner, aber ich lasse es jetzt trotzdem dabei. Ich denke, ihr seht, was ich heute so mit dem Horn hier versucht habe. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, vielleicht seid ihr ein Hornspieler, vielleicht habt ihr Tipps für mich. Vielleicht seht ihr schon, ich mache irgendwas mit dem Bauch falsch oder mit den Lippen falsch. Ich mache es jetzt einfach so, wie es kommt und mache mir natürlich ein paar sinnvolle Gedanken. Und ich höre ja auch, wie der Ton sich positiv oder negativ verändert, je nachdem, was ich so mache. Aber ich weiß natürlich, dass man letztendlich irgendwann anfängt, Unterricht zu nehmen, um da einigermaßen klarzukommen, sich nichts Falsches einzuüben. Aber ich habe ja auch schon 2 Instrumente studiert, drum ist das jetzt einfach mal so ein Selbstversuch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn ihr irgendwas in die Kommentare, irgendwas Hilfreiches schreiben wollt,
Da würde ich mich natürlich freuen. Ansonsten gebt einen Daumen hoch. Und der nächste Vlog kommt dann wahrscheinlich ja zu, morgen, wenn ich wieder hier übe. Da habe ich mir vorgenommen, dann auch mal ein paar Ventile zu drücken. Also bis morgen.